kleinen Zug an Kornmüsse spielen. Haar im Arbeitstempo antraben, leicht traben. An den nächsten zwei langen Seiten die dritte verlängern. A auf dem Zirkel die Rippen und zur geschlossenen Seite hin aufsitzen und dann galoppieren. Wohin genau mit dem Herrn Marquardt? Also ab und zu mal so hin, das ist interessant. Jetzt kommst du wieder. Nee, doch mal nicht. Ah ja, da soll er wieder vorwärts reiten. Jetzt reitet er weiter. Eine lange Seite Galoppsprünge verlängern. FXH durch die ganze Bahn wechseln, auf der Wechsellinie durchparieren zum Arbeitsplatz, gleich graben. C auf dem Zirkel geritten und zur geschlossenen Seite hin aussitzen und angaloppieren. Macht einen guten Job. Also, dass er uns halt Montag geritten hat und der ja in der Schweiz noch viel geritten wurde. Macht einen guten Job. Ja. Schönes. Kannst du deine Emmy mit ins Becken? B, E, Zügel wieder verkürzen. Longe ist alles, was man da kann. Ab E, ganze Wagen. Der ist ja wichtiger, dass es ja besser nach unten geht. Also, ich finde jetzt auch zulegen, bemüht er sich, aber die Hinterhand ist ein bisschen mehr zu weit raus. C, an der kurzen Seite aussitzen, durchparieren zum Schritt, Mittelschritt am langen Zügel. C, A, durch die Länge der Bahn wechseln. Ja. Im Mittelschritt die Bahn verlassen, absitzen, absatteln. Wirklich gut. Gutes Rundumfaktor. Ich weiß es nicht. Schätze, gibt es da mal das Mikro? So, meine Damen und Herren, wir machen das gleich so, wie das international üblich ist. Wir wollen die Wertnote sofort verkünden, die 162. Bleiben wir einen Moment stehen. Wir haben hier ein Pferd, das vom Gebäude her sehr gut geformt ist. Ein Pferd, das vom Halsansatz, von der Widerristformation, von der Schulterlage, auch von der Kruppenlage 41 Punkte, das bedeutet als Endnote 8,2. Dankeschön.